Hallo Petzos, es ist jetzt deine zweite Saison beim FCK. Wie hast du dich schon eingelebt? Ja, es war natürlich wichtig, hier auch junge Leute zu haben, mit denen man sich gut integrieren kann. Jetzt nicht dass irgendwas dagegen einzuwenden, wenn man ein paar erfahrene Spieler dabei hat. Und ich wurde super integriert, super aufgenommen und ja, es war einfach für mich. Würdest du sagen, dass es die richtige Entscheidung war, sich für den FCK zu entscheiden? Absolut, also ich bereue nichts und bin froh, diesen Schritt dann letztendlich gemacht zu haben. Und jetzt über ein weiteres Jahr dann hinaus, ist natürlich auch schön. Du hast jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt. Wo würdest du sagen, sind deine Fortschritte am größten geworden? Ja, ich habe zum einen Spielpraxis gesammelt, was enorm wichtig ist für einen jungen Spieler. Und man hat halt Misserfolge miterlebt, die Zuschauer und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Kannst du dir auch vorstellen, über diese Saison hinaus, du bist ja nur Leihspieler, auch noch beim FCK zu bleiben oder zu spielen? Also grundsätzlich hätte ich nichts dagegen einzuwenden, aber muss man halt gucken, was der Arbeitgeber dann sagt. Ihr habt jetzt nach zwei Spielen habt ihr jetzt einen Punkt. Spürt man da schon ein bisschen Druck? Ja, würde ich nicht sagen. Also wir hatten vergangenes Jahr zwar einen sehr guten Start, aber wenn man sich jetzt auch die Bundesliga anschaut, da sind viele Favoriten auch nicht gut gestartet. Und ich denke, wir hatten jetzt zuletzt eine Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel. Und darauf sollten wir aufbauen und jetzt nicht die Nerven verlieren. Wo siehst du genau in der Mannschaft noch Verbesserungspunkte? Im offensiven Bereich oder sagst du generell auch in allen Bereichen? Ja, ich denke mal generell sollte man sich überall verbessern. Also wir sind auch in einem Findungsprozess jetzt am Anfang. Und ich denke, von Spiel zu Spiel wird sich das auch alles besser einspielen dann. Wie bewertest du die Neuzugänge?